So, das hier ist ein nicht sehr erfolgreicher Versuch des Mathematikinstituts, eine korrekte Aufgabe zu stellen. Wir haben hier also ein System von Differentialgleichungen gegeben und wir haben dazu Lambda 1 und Lambda 2, V1 und V2 gegeben. Ganz allgemein lösen wir zuerst mal die homogene Differentialgleichung. Das heißt, das Ding hier definieren wir als Störfunktion. Ich mache es mal in grün. Das tun wir also weg. Das hier ist die Störfunktion und das hier ist die homogene Differentialgleichung und die lösen wir zuerst. Ganz allgemein sagen wir also, die Determinante von a minus lambda e oder i, i ist die Identitätsmatrix, also e Einheitsmatrix, Identitätsmatrix 1, 1, 0, 0, soll gerade gleich 0 sein. Das heißt, ganz allgemein haben wir a11 minus lambda, a12, a21 und a22 minus lambda. Wenn diese Determinante gleich 0 wird, dann bedeutet das lambda Quadrat minus a11 plus a22 mal lambda plus a11, a22, a12. a21 gleich 0. Das hier nennen wir die Spur. Das hier nennen wir die Determinante. Wir haben also ganz allgemein Lambda-Quadrat minus Spur von Lambda plus det gleich 0. Woraus folgt, Lambda ist gerade gleich Spur halbe plus minus Wurzel aus Spurquadrat Viertel minus det. Wenn wir das hier einsetzen, stellen wir fest, dass die Lambda-Werte nicht rauskommen und wir müssen die Frage uns jetzt also umgekehrt stellen. Nehmen wir also an, dass Lambda 1 gleich 5 stimmt und dass Lambda 2 gleich minus 2 stimmt, dann müssen wir uns fragen, wie muss die Matrix A aussehen, damit die ganze Sache passt. Wir müssen also erstmal die Aufgabenstellung korrigieren, bevor wir die Aufgabe lösen können. So, wie machen wir das? Nehmen wir mal an, Lambda 1 ist gleich 5 und gucken uns jetzt diese Gleichung hier an, die wir hier haben. Das ist diese Gleichung hier und aus dieser Gleichung können wir dann folgern, dass 25 minus Spur von Lambda mal 5 plus det gleich 0 ist. Jetzt nehmen wir an, dass Lambda 2 gleich minus 2 auch eine korrekte Information ist. Dann habe ich wieder Lambda Quadrat minus Spur mal Lambda, minus mal minus plus, also Spur von Spur mal 2, das Lambda habe ich hier eingesetzt und hier plus det gleich 0. Ich habe also jetzt hier eingesetzt, Lambda Quadrat ist 25. Dann habe ich für minus Lambda habe ich minus 5 eingesetzt und die Spur stehen lassen. Und dahinter kommt die Determinante. Jetzt habe ich Lambda gleich 2 eingesetzt, Lambda Quadrat ist 4. Minus Spur mal Lambda. Minus Lambda ist dann die plus 2 mal Spur. Und plus det ist gleich 0. Ich ziehe diese beiden Gleichungen voneinander ab. Und damit erhalte ich 25 minus 4 ist 21. Und jetzt habe ich minus 7 mal Spur gleich 0. Und daraus folgt, die Spur ist gerade 21 Siebtel. Und das ist gleich 3. Jetzt gucken wir, 3 halbe könnte stimmen, wenn der andere Wert auch 3 halbe ist. Raten wir also mal, die Matrix A ist gerade 3 halbe, 3 halbe und lassen die anderen Zahlen zunächst stehen und hoffen, dass das stimmt. 14 und 7 Achtel. So, die Determinante kann ich natürlich auch ausrechnen. Wenn ich die Determinante ausrechnen will, dann kann ich natürlich jetzt eine Gleichung auflösen und kann sagen, die ist minus 4, minus 3 mal 2, das ist minus 10. Oder ich kann auch die andere Gleichung nehmen und kann sagen,
Das ist minus 25 und dann plus Spur mal 5 plus 15 ist auch minus 10. Wenn ich die Dinge also auflöse, bekomme ich für die Determinante raus, dass die Determinante minus 10 sein soll. Und jetzt können wir die Determinante ausrechnen und gucken, ob das der Fall ist. Dann habe ich 9 Viertel minus, ach, ich mache es einfach mit dem Rechner. So, ich gebe jetzt also ein, 9 durch 4 minus 14 mal 7 durch 8. Und wir erhalten tatsächlich, die Determinante ist minus 10. Wir können also vermuten, dass das hier die Matrix ist, die der Aufgabenstellung zugrunde liegt. Und wenn wir diese Matrix A einsetzen und also den Wert hier korrigieren aus minus 3 Achtel, machen wir plus 3 Halbe, dann bekommen wir zumindest die beiden Eigenwerte raus. Jetzt geht es um die beiden Eigenwerte raus und jetzt geht es um die Eigenvektoren. Wir gucken mal, ob die Eigenvektoren dann auch rauskommen. Um die Eigenvektoren auszubilden, muss ich ja sagen, dass a minus lambda e mal x gleich 0 ist. Und damit aus dieser Gleichung bekomme ich die Eigenwerte raus. So, und versuchen wir es zum Beispiel für die, nehmen wir erstmal die lambda 1 gleich 5. Dann habe ich also 3 halbe. Davon muss ich 5 abziehen, 10 halbe. Das sind minus 7 halbe. Dann haben wir also minus 7 halbe, minus 7 halbe, 14 und 7 Achtel, mal x1, x2 muss gleich 0, 0 sein. So, und damit kann ich jetzt, die Gleichungen müssen jetzt eben linear abhängig sein. Wenn ich die untere Gleichung mit minus 4 multipliziere, dann wird aus minus 7 halbe wird plus und 14. Wenn ich das mit dem ersten Term mache, habe ich dann auch minus 7 halbe, also die Dinger sind linear abhängig. Dann kann ich also sagen, das ist jetzt äquivalent. Ich multipliziere die Gleichung nochmal mit, also erstmal minus 7 halbe mal x1 plus 14 x2 gleich 0. Die andere Gleichung kann ich weglassen. Ich multipliziere die Gleichung mit 2 und ich dividiere durch 7. Und wenn ich das mache, dann sind die 7 halbe weg. Dann steht hier minus x1 und 14 mal durch 7 ist 2, mal 2 ist 4, plus 4x2 ist gleich 0. Und dann müssten wir den ersten Eigenwert raus haben. Und wenn ich jetzt x1 gleich minus 4 wähle, ich würde natürlich plus 4 wählen, dann bekomme ich raus für x2 minus 1. Gucken wir mal, ob das stimmt. Also minus x1 ist dann plus 4 und dann habe ich hier minus 4 und das ist gleich 0. Wir stellen also fest, das ist tatsächlich der erste Eigenvektor, das ist der Eigenvektor v1. Jetzt prüfen wir nach, ob da auch der zweite Eigenvektor stimmt und dann können wir eben statt 5 die minus 2 auf der Hauptdiagonalen abziehen. Wenn ich bei der 3 halbe 2 aufaddiere, habe ich 3 halbe plus 4 halbe sind 7 halbe. Dann haben wir also 7 halbe, 14, 7 Achtel und wieder 7 halbe. Mal x1, x2 gleich 0. Jetzt kann ich wieder gucken, wenn ich die untere Gleichung mit 4 multipliziere, dann wird daraus, aus der 7 halbe wird die 14 und aus der 7 Achtel werden die 7 halbe. Das heißt, ich kann sagen, 7 halbe x1 plus 14 x2 ist gleich 0. Die beiden Gleichungen sind linear abhängig. Wir nehmen wieder mal 2 und durch 7. Die 7 halbe ist weg. Dann haben wir hier x1. Die 14 durch 7 geteilt sind 2.
2 mal 2 sind 4. 4x2 ist gleich 0. Und wir prüfen jetzt den zweiten Eigenvektor. Und dann setzen wir x1 gleich 16 und x2 gleich minus 4. Dann haben wir dort stehen 16 minus 16 gleich 0. Wir stellen also fest, dass hier ist tatsächlich der zweite Eigenvektor. Normalerweise würde man die natürlich so nicht angeben. Ich würde hier zumindest die 4 ausklammern. Also ein sinnvollerer Eigenvektor wäre zum Beispiel die 4 und die minus 1. Ich könnte also zum Beispiel als ersten Eigenvektor angeben 4, 1. Das Minuszeichen brauchen wir nicht. Als zweiten Eigenvektor könnte ich angeben minus 4, 1. Dann wäre die Determinante, wenn ich die ausrechne aus den beiden Eigenvektoren, hätte ich also 4, 1 minus 4, 1. Dann hätte ich 4 plus 4 sind 8. So, und wenn ich sie normieren wollte, müsste ich sie also noch durch 8 teilen. Müsste ich sie durch Wurzel 17 teilen. Dann hätte ich sie beide normiert, das können wir uns aber sparen. So, wir stellen also fest, wenn wir die Aufgabenstellung so ändern, dass wir aus den minus 3 Achtel, die hier standen, eine 3 halbe machen, dann ist die Aufgabenstellung korrekt und man hat sich hier anscheinend in der Aufgabenstellung vertan und die angegebenen Eigenwerte und Eigenvektoren sind nicht zu dieser Aufgabe, sondern passen erst dann, wenn ich die minus 3 Achtel in eine plus 3 halbe verwandle, dann passt die Sache zusammen. Also hier, Sie dürfen ohne Nachweis verwenden, dass die Matrix A die Eigenwerte Lambda 1 und Lambda 2 gleich 5 und minus 2 hat und die Eigenvektoren minus 4, minus 1, 16 und minus 4. Das erfordert eine Änderung der Aufgabenstellung. Die minus 3 Achtel müssen in eine 3 halbe geändert werden. Ich muss also erst die Aufgabenstellung korrigieren, bevor ich mit der eigentlichen Aufgabe beginnen kann.